Ich weiß, es sind Tiger drin. Aber ich traue denen das zu. Mit Living und Oberst, glaube ich, können die das gewinnen. Wir haben auch Flieger mit dabei. Ich meine, wir haben auch welche, aber ich traue den beiden das zu. Naja, das ist, ich weiß, das ist gegen meine Regeln und wenn der Living nicht mitgespielt hätte und Obsidian-T-Dings ist ja auch noch mit dabei und so weiter, wenn die nicht mitspielen würden, würde ich auch nicht spielen. Also dem Oberst alleine, das schafft er nicht. Aber denen traue ich das zu. Und ich sehe mich hier eigentlich sogar nicht mal als Favorit, obwohl es eigentlich heißt Tiger-Verteidigung always wins, ne? Das ist eigentlich Witz. Also wenn der Obsidian jetzt nochmal so eine Rockshow abliefert, dann kriegt er 500 Gold von mir. Als bester Newcomer im Sonntagsspiel. Die Auszeichnung gibt es aber auch nur einmal. Ich höre schon den Flieger, ich gehe schon mal rein. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Also wenn sie jetzt Eier haben und das hier auch gewinnen, dann Respekt. Und jetzt sind wir drei Mann mehr. Also die haben jetzt genau das Gleiche, nur dass wir eben halt noch Tiger haben. Also die haben jetzt noch eine Nummer härter hier zu fahren. Also deswegen, wenn sie das jetzt hier gewinnen, dann Respekt. Aber nur, wenn sie die Nummer jetzt hier wirklich rocken. Angeschossen. Gut, sehr gut. Einer kommt an. Das ist immer wichtig. Wie sieht es die Seite aus? Pommeswerfer, das läuft. Die kriegen das noch gehalten. Einen Angriff machen wir noch. Ich weiß, die werden mich gerade drüben hassen. Da bin ich überzeugt von. Ach, Zocki, du musst doch gleich wieder den Tiger auspacken. Ne? Hat nicht ein Panther gereicht? Nein, wir müssen den Tiger haben. Wir brauchen den Tiger. Dann Roland mal die Tiger erlaubt, ne? Genau das, wenn ich die Süßigkeitenbox aufmache. Ne? Der war schmal, aber getroffen. Bleib mal hinter Zocki. Gib ihm mal rechts ein bisschen Flankenschutz. Als Infanterist, da gehe ich zwar drauf, aber das ist egal. Gemacht. Lass mich aber nicht aufhalten. Kann man auf der offenen Straße auf der Karte gucken? Wenn ich das mache, dann bin ich Gott, dann darf ich das. Aber wenn der das macht, ist das Quark. Sorry, brauche ich nicht mehr hinrennen. Ah, ja, der wusste, dass ich von hier aus komme. So langsam. Aber sie kriegen noch A2. Wie sieht es auf der D-Seite aus? Die kommen voran, ich sag's ja. Die gewinnen das. Bin ich überzeugt von. Der Living, der ist so geil, ne? Wenn ich ihm den Arsch hinhalte, dann fickt er mich. Definitiv. Also jetzt im Spiel. Dann knallt er mich aber richtig. Weil die wollen es wissen. Die waren Sonntag, die waren Donnerstag da. Dann gingen sie mir auf den Keks. Fuck, fuck, fuck. Danke. Gedoppelt. Ne? Dieser Erfahrungswert. Ich finde es immer von mir selber faszinierend. So cool. Ne? Das ist der kleine Unterschied, der mich ausmacht. Ne? Ich gewinne nicht immer jeden Zweikampf. Da kannst du nichts machen. Kommst du ja an, ich guck schon. Aber Riesenrespekt, dass die Leute hier trotzdem noch immer spielen. Ich weiß, dass sie immer gegen mich spielen wollen, aber trotzdem, das ist immer nicht einfach. Ich weiß, wie schwer das ist.
gegen Tiger zu spielen. Ich spiele ja oft genug selber dagegen. Toll, sehr gut. Und jetzt darf ich sterben. Ich kann mich nicht bis vorne ran. Sitzt da oben im Fenster ja oder nein? Dieser Bot! Wie lässig er mich da wegholt mit der Gracegun! Nochmal Angriff, andere Seite. Nur zwei Mann weniger. Wenn die jetzt noch einen guten Mann oder so mit reinbekommen, dann drehen die das Ding hier. Das ist noch lange nicht gewonnen. Der war lucky. Der Klassiker halt, ne? Er will rausrennen, ich komm rein. War denn der Panzer da? Ich wollte jetzt volles Risiko. Hab ihn auch erwischt gehabt. Und unser Living, hat er jetzt einen Panzer genommen? Oh ja. Gute. Ich stehe richtig beschissen. Oberst, hörst du auf damit? Das roch nach Oberst, aber richtig! Stinkt sogar förmlich. Fünf gegen eins, Roland campt. Dachstuhl, anders kann das nicht. Hi, Obers! Ah, der ist jetzt... Jetzt mal auf damit! Macht so lange, bis ich treffe. Ich bitte dich. Na, wo ist denn der Roland hin? Na, wo ist er denn? Er ist auch ideal mit mir gesprungen, ne? Er hat es wirklich nicht geschafft. Und dann wieder so einen kleinen klasse Zorn und denkst, egal wer den Panzer draußen kaputt macht, das macht er doll. Zumindest ist der Versuch was wert. Immer noch 3-1 an dem Schuppen. Nein, ich bin nicht oben. Ah, da ist er wieder! Und ich hätte ihn haben können! Ich hätte war einen Schritt zu kriegerig. Ja, die D-Seite, sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht. Na, Tiger always wins. Da kannst du machen, was du willst. Selbst er ist nicht unbesiegbar. Wer war das? Wo war's? Keine Ahnung. Auf jeden Fall jemand, der es drauf hat. Gegen eins. Ich habe drei Mann weniger, nicht gegen Tiger. Aber jetzt ist Oberst bester Mann. Ich glaubte jetzt nicht mehr an die große Wende von denen, aber... Ich warte immer noch auf Verstärkung, immer noch safe. Gehört zu euch. Ich gehe wieder rein. Der Hero heute ein Pech, ey. Es ist der Wahnsinn, ne? Beim letzten Mal, einmal hat er mich ja auch immer jedes Mal so gerade so erwischt und diesmal, ich krieg noch die Waffe hochgerissen und reiß ihm noch ein Heady. Ich bin aber auch heute eigentlich recht gut drauf, ne? Also.
merkt man auch kaum noch Husten. Ah, das denkt man immer nicht, dass das belastet, aber doch ein bisschen schon. Living steht drin. Kann hier mal nichts machen. Weglaufen. Oh nein! Machst du da! Geh doch weg! Ha, jetzt kommen sie da durch. Wir hatten das APC dort geparkt. Ist ja furchtbar. Wir wollen natürlich auch über Lane schließen gewinnen. Wir wollen jetzt hier keine Pussy sein, natürlich. Na, Zocki. Haben wir wieder einen Tiger ausgepackt. Schönes APC zugrunde gefahren. Ey, dafür gibt es heute schon 3 Minuspunkte. Erstens sofort Tiger gezogen, zweitens zweiten Tiger gezogen, drittens APC überfahren. Drei Minuspunkte heute. Das ist schon eine traurige Nummer. Leck mich. Verpiss mich hier in dem Gemüse. Ja, hat er mich nicht gesehen. Der Busch rumhockt und gegen den Tiger. Ja, Obers, einmal muss sein. Oh, 4 Stück. Schönes Ding. Ja, und nur ein Bot dabei. Da kommen wir nicht rüber. Die kommen bei uns auch nicht mehr rüber. Eine Einzelaktion vielleicht, die vielleicht nochmal den Turm sichert. Das ist das Einzige. Ich hätte den Bootwagen nehmen sollen. Verdammte Kacke. Ich fahre halt ihn zu sehr, zu gerne über Land. Ich trottel. Trottel, 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 trottel. So ist das halt. Sieht aber akzeptabel aus. Living, kriegst du noch was hin? Tiger ist gemein. Das ist genauso, als wenn du einen Schwanzvergleich mit einem Schwarz machst. Da ziehst du immer den kürzeren. Das ist kein Rassismus, das ist die pure Wahrheit. Und das ist ja auch nicht negativ gemeint. Scheiße, hast du mich gesehen? Das ist da, wo Roland stark ist. Im Stealth-Bereich. Einfach von hinten reingehen. Dass du das bist. Als ich ihn gesehen hatte, war es schon vorbei. So, jetzt nehmen wir den Bootwagen, oder? Kommen wir da noch ran? Ja, mit ganz viel Druck, ja. Nummer hat's gebracht von mir. Wenn Living da an den Punkt reinkommt, ist wieder vorbei. Ja, und Oberst zieht hier seine Kreise. Der macht ja auch einen guten Job als Flieger, da kann man ihm ja immer nichts vorwerfen. Halten sie hier eisern den Punkt, die können aber nicht rausgucken. Ja. Kommen nicht mehr ran. Einzige, was ich mal machen kann, ist YOLO, die APC-Nummer, aber kann mich drauf verlassen, dass das nichts wird. Guck mal, A-Hörnchen und B-Hörnchen. Na? Zocki, was wird das? Scheiße!
Ich war gerade am Nachladen, Mensch! Jetzt weiß ich, wo ihr sitzt, ihr kleinen Drecksäcke. Ich hab euch nämlich gehört, so eine kleine Schlummer-APC, was ziemlich gut geparkt ist. Weil damit keine Sau erstmal rechnet. Frage ist, komme ich von hier ran oder nicht? Kam da eine? Ich hab ihn nicht gesehen. Hat er rausgeguckt, dass er drinnen. Ja, ja, du musst das Ding wegfahren. Sonst sind wir da. Das kannst du wissen. Die Frage ist jetzt, Offensive oder Defensive? Wenn die alle in der Stadt sind, macht Roland die Offensive. Alles blank hinten. 50 Punkte. Muss man einen Punkt einnehmen. YOLO, wäre geil gewesen, wenn noch einer da ist. 5 gegen 1. Rani, Hani und Nani. So, Lucky. Ach komm schon, Master! Ey, du Flachpfeife! Ja, dafür bist du jetzt tot. Im eigenen Mann geklatscht. Toll. Klasse. Hier mitspielen, Tiger auspacken und dann wieder die Leute raussnipern. Wird schon fertig gemacht. Ja, jetzt, dann komme ich mal vorne rein, kann mal einen Punkt mit einnehmen, hab die Chance da was zu reißen. Jetzt stehen die natürlich wieder hinten parat. Jetzt sind die da. Zweimal Spotter als Melder. Volle Suppe durchgezogen, einfach Lack gehabt. Ah! Ich habe ihn gehört. Aber ich hatte noch 18 Schuss drin, also. Klar, reicht das noch? Komm, wir fahren jetzt mal YOLO hier mal etwas. Also wenn wir sie nicht schaffen zurückzudrängen, haben wir theoretisch verloren. Das war wieder phänomenal gut gemacht. Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. 10 Dinge, die Sie waren, die nicht machen sollten. Über einen Berg mit Vollgas fahren. Überschlag mit Bootwagen ist auch schon mal eine Variante. Wieder sehr gut funktioniert. Das ist wieder, hey, komm, lass mal schnell machen. Wenn der da mit dem SCG drin hockt, kommen wir damit an. Schießen wir mal auf 20 Meter Entfernung drauf und hoffen, dass wir ihn treffen. Ja, Livy? Wie sieht's aus? Ich wollte nur im Mittelfeld der Verteidigung. Ja, steht noch oben drin. Ja, die halten jetzt auch nur noch die Position. Die können nämlich auch nicht mehr. Mit dem kleinen Unterschied, die sitzen super hinterm Fluss und wir können da nicht mehr ran. Aber das ist ein Vorteil, den haben wir natürlich nicht gehabt. Das macht's für deren KD natürlich deutlich einfacher. Uns jetzt da abzufarmen, hätten wir bei D3 einen Fluss gehabt, dann wäre die Sache da auch anders gelaufen. Ja. Theoretisch müssten wir ja nicht mehr angreifen.
Was wiegt nun mehr, dass wir den Tiger haben oder dass die jetzt quasi den Fluss als Verteidigung nutzen? Ich meine, letztendlich haben wir gewonnen. Das ist immer ein bisschen... Das mit einer Statistik aufzuwerten, ist immer schwer. Ich finde den strategischen Vorteil eines Flusses schon ziemlich hart. Hat er nichts mehr. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast mich mal erschossen. Schön, dass du mich auch mal siehst. Weil die sitzen nur noch hinten drin und wir gucken, was wir reißen können. Ich meine, ich kann jetzt auch noch einen Panzer ziehen, weil ich würde ganz gerne vorrücken, aber wir kommen da nicht ran. Was macht wieder in seiner Manier da alles richtig? Also ich hätte es ernsthaft gedacht, dass sie es schaffen bis A3 und dann über die D-Line versuchen zu pushen. So mache ich es eigentlich immer, wenn es geht. Weil du eben am A3 die Verteidigung des Flusses hast, der Gegner kommt nicht ran. So, ich kriege wieder keine Punkte, weil ich wieder erst zu spät komme. Toll. Ja, Jiggy, tut mir leid. Das Duell hattest du gewonnen, aber ich war halt da. Dürfte ich mal? Danke. Wenn ich mal am Campen bin. Vielleicht kommt einer von links, ich weiß es. Roland 2 Sekunden am Snipern ist, kann er sich darauf verlassen, dass er von hinten gleich niedergemetzelt wird. Oder eine Bombe. Hier werden sie mal auszugeben. Niemand zu sehen. Ist immer erstaunlich, ne? Wenn ich mal Sniper, ist niemand zu sehen. Ich weiß, dass garantiert gleich einer von links kommt. MK98 Captain Lightning! Das letzte Mal 2 Sekunden snipern. Komm, ich will wenigstens einen erschießen. Wer rennt mir vor die Flinte? Freiwillig? Mit Ansage oder ohne? Rechts aus dem Wald wieder geklimpert. Wenigstens ein Bot. Zu sehen. Vielleicht hat sich eine HE-Kugel. Keiner da. Ich kann keinen erschießen. Ist keiner da? Kommt keiner. Wir sehen keinen. Einmal rüberrennen und sterben. Und einmal umsonst. Toll, danke. Ich liebe es. Sobald du eine H3, das müssen die reinbringen. Sobald du die H3 anbringst an den Panzer, kriegst du den Kill. Punkt aus Ende. Ja, wenn er danach erst stirbt, kriegst du diesen Assist-Kill. Ja, die Ausführung an sich muss schon gewertet werden. Weil sonst ist es einfach unfair. Ich krieg hier nichts, weil ich einfach so einfach dumm gelaufen ist. Ne? Ja, wieder einmal umsonst gestorben. Für gar nichts. Hm? Normalerweise müsste ich jetzt sagen, ja, warum soll ich denn da jetzt noch hinrennen? Ja, dadurch wird es ja auch nicht besser. A2 kriege ich nie genommen. Die stehen da und warten. Haben sich jetzt verstanden, zurückgezogen. Die haben im ersten Spiel alles verbraucht, die können auch nicht mehr. Ich schleiche mich jetzt an über die Linksaußen. Bin überzeugt, ich werde es nicht überleben. Ja, stehen sie ganz weit hinten. Ich sage ja, Verteidigung ist mit das Schwerste für die KD überhaupt. Weil es ist einfach nicht machbar, nach vorne zu rücken, wenn der Gegner da hinten gut drinne steht und verteidigt. Ja, die stehen da alle, ich sterbe ja jetzt nur noch, ne? KD ist jetzt schon schlechter als im Angriff, wohlgemerkt, wo man das eigentlich nicht nachvollziehen kann.
Ich kann aber nicht campen, weil keiner da ist. Es kann keinen mehr erschießen, um irgendwie irgendeinen Bot noch zu erwischen. Ne? Alles wartet hier. Ne? Krieg noch einen Kill, den ich eigentlich gar nicht kriegen darf. Und dann noch einen Rekruten. Ja. Und jetzt ziehe ich auch einen Panzer. Das ist dieser Lawineneffekt, der jetzt einfach eintritt, weil ich komme da nicht hin. Ich kann nichts mehr machen. Ne? Ich kann nur noch hinten stehen jetzt irgendwie und snipern, weil es ist nichts mehr machbar. Ich brauche jetzt einen Panzer. Es kommt keiner mehr, es ist keiner mehr da. Ne? Das ist immer schade. Hat der Gegner noch Flieger? Nein, also kann ich auch einen Flieger nehmen. Die sind ja billiger. Kann ich hier noch ein bisschen... Warte mal, was habe ich denn hier? Fokker Wolf ist ja eigentlich scheißegal. Fliegen wir mit dem, was wir haben. Weil, null Chance. Deswegen... Natürlich nichts getroffen. Wie immer. Wollte ich nicht probieren. Hat keine Chance. Hat sofort am Himmel schon durchlöchert. Tja, haben sie also die Puste aber eingestellt. Alles wartet. Können wir F11 drücken? Nee, brauchst du nicht. Lohnt sich nicht, ich bin eh gleich weg. Das war jetzt völlig umsonst für die Katz. Ja, die anderen von uns haben auch keine Lust mehr, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. Tiger kann ich nicht ziehen, weil wir so viel haben. Ach ja, Verteidigung. Für den, der im Tiger sitzt, für den macht Spaß. Für den, der nicht im Tiger sitzt, macht es keinen Spaß. Ja, ich könnte jetzt auch noch die Sniper auspacken. Rückzug, 2 Minuten im Gebäude campen. Ich sehe die nicht. Die sitzen alle irgendwo hinten im Busch. Alles wartet darauf, dass irgendwann mal einer sich irgendwo blicken lässt. Nur noch 81 Spawns. Kann ich mal einen Bot erschießen, weil die nicht zu sehen sind. Gegend. Da schießt Bot. Heute habe ich wieder Chancen gegen den Oberst. Letzten Male sah es immer nicht ganz so gut. Beim letzten Mal wurde schon besser und jetzt bin ich wieder. Ne? Das ist dieses kleine, aber feine Unterschied, wenn man ein bisschen fitter ist. Klar, der hat auch nicht immer die besten Pings und so weiter, aber jetzt garantiert gleich nochmal vorbei und verhaut mich. Der ist jetzt böse. Auf zum letzten Gefecht. Ich hab einen Pommeswerfer. Und trotz allem heißt es wieder mal Tiger always wins.
Also die haben sich jetzt wirklich echt hinten reingestellt, ne? Also man muss dazu sagen, dass die eben natürlich deutlich überlegener waren, deswegen konnten wir das nicht halten und wir kommen da einfach nicht, weil die sich jetzt wirklich jetzt nur noch hinten reinstellen. Also die haben wirklich gar keine Lust mehr, da vorne reinzugehen. Naja, gut. Das kriegt er nicht mehr. Ja, sollen wir jetzt hier noch spawnen? Nee, es lohnt nicht. Gucken wir zu, wie der Punkt nochmal neutralisiert wird. Punkte kriegen sie nicht mehr. Monsterchen hat sich nochmal von Oberst abschießen lassen mit der K98. Naja, kriege ich jetzt mal die Rügel. Wie konnten wir gegen Tiger spielen? Wenn ich denen jetzt noch ein Spiel gebe, dann kriegen wir jetzt ja so auf den Sack, wenn wir jetzt nochmal spielen. Aber wollen wir noch eine Runde spielen? Aber nur ein Skirmish, komm. Na dann, spielen wir noch ein kleines Skirmish. Jetzt wird's nochmal richtig heiß. Ich habe die Befürchtung, dass wir uns hier nochmal ordentlich Liga machen. Aber ich gebe ihnen die Chance. Living und Co. noch mal zeigen, was sie drauf haben. So, Skirmish finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Aber müssen wir auch erstmal gewinnen, nicht wahr? Gerade am Nehmen. Schön, dass die Jungs schon da sind. Ich habe eigentlich gedacht, dass Living hier so mal so eine Hau-drauf-Aktion startet, aber macht er nicht. Starten ist da. Der kommt zuerst um die Flanke drumherum. So mutig durch den Türrahmen zu gehen. Keiner geschossen, keiner da. Hey, ich krieg mal. Da hätte ich jetzt schwören können, das war ein Bot gewesen, so wie der sich bewegt hat. Wir gehen ein. Diesmal haben wir keinen Ausredetiger. Ist er tot? Oh. Ja, wie sieht's aus? Zungewalde. Living noch nicht gespawnt. Ja, kein Wunder, dass die da nicht spielen können. Wenn Living nicht da ist, da fehlt ein guter Mann. Alle Spots. Jetzt kommt Living. Pass mal auf, wie sich das jetzt hier noch dreht, wenn der jetzt hier noch reinspringt. Dem traue ich das zu, dass dem noch zu drehen. Du kannst ja auch wen anders suchen zum Abknallen. Ich weiß gar nicht, wie er mich findet. Ich stehe mittig irgendwo im Wald. Ich meine, klar, ich habe eine Tarnung gehabt, die kann ich auch irgendwann mal ausziehen. Aber ja, wahrscheinlich steht da eine APC. Scheint wieder mal ein dummer Zufall zu sein.
Sein erster Kill im gesamten Spiel bin ich so frei nach dem Motto. Du brauchst nicht mitspielen. Der fehlt. Ne? Jetzt ist er erst dabei. Das sind 3 Punkte durch. Ja, das ist schade. Aber wenn sie es jetzt noch drehen, dann Hut ab. Wenn sie jetzt hier noch die Nummer vereiteln, dann haben wir eindeutig was verkehrt gemacht. Nichts zu sehen und nichts getroffen. %50. Das war wieder so eine YOLO-Nummer, die total schief ging. Vor allen Dingen, weil ich wieder Spray-Weltmeister gespielt habe und damit durchgekommen bin. Ist da Obsidian nicht mit dabei? Fehlt auch. Ah, die haben auch noch ein bisschen was Besseres vor. Deswegen gewinnen wir das hier. Sonst wäre es nicht so leicht. Weil irgendwie ist das gefühlt gerade ein Stück zu easy hier. Guter Versuch. Weil mit 5 Leuten hier rumstehen ist natürlich nicht viel machbar. Na schade, jetzt sind zu viele auf meiner Seite, es sofort zu merken. Sofort zu merken, wie im ersten Spiel, dann ist einfach eine Übermacht da. Grandauer auf Platz 1. Mit 5:6 Statistik. Obwohl ich gerade auf die Karte geguckt habe. Haha! Ich troll ihn ja nicht. Ich freue mich jetzt einfach nur. Das kann ich ja auch nicht verschenken. Das ist einfach so. Gänsekatze. Er wird wahrscheinlich von der Seite auch noch abgeschossen. Also so ist ja nun nicht. Guter Bot. Halt mal den Punkt. Ja, ist durch. Das erste war zwar das Beste, aber da waren wir leider zu unterlegen. Ne? Hätte noch Valgi gefehlt oder so, wenn der noch mitgespielt hätte, dann hätte es gereicht. Und jetzt ist es durch. Also aber auch nochmal schön, dass wir das haben. Ne? Wie einfach das auf einmal läuft, wenn ich in der überlegenen Mannschaft bin, also in der komplett, ne? Dann habe ich ja auf einmal auch eine 12-1 Statistik, wo man dann sagt, joa. Ja komm, der hatte nichts mehr. Das kann man nicht als Skill zählen. Ich habe einmal per Zufall so Bimmel die Bammel die Bumm. Ja schade, ich habe gedacht, es wird noch mal was, aber wenn bei den 3 Mann dann fehlen, die eigentlich hier dem gerade noch mitgespielt haben, dann wird das hier nichts, ne? Dann spiele ich hier ganz locker mit. Sogar die beste KD auf dem Platz, aber Blacky Zocki. Ja, wir waren jetzt einfach zu viele im Spiel, ne? Sieht man sofort. Na, bei denen ist zwar ungefähr gleichwertig, aber es fehlen eben halt noch mindestens 1, 2 gute Spieler, weil die Deutschen immer ein Stück besser sind. Deswegen, wenn der Obsidian und der Living direkt von Anfang an noch mit dabei gewesen wären, glaube ich, dann wäre das noch interessant geworden. Aber gut, machen wir Feierabend, reicht.